FedEx hat neue Zahlen vorgelegt und damit die Börse schockiert. Die Aktie ist um über 20% nach dem Tag der Veröffentlichung abgestürzt und das Ganze hat Schockwellen ausgesendet über die Logistikbranche hinaus in den gesamten Aktienmarkt, denn die Logistikdienstleistungsbranche ist ein Gradmesser für die Wirtschaft. Insofern könnte es ein böses Omen für den Aktienmarkt sein. Ist FedEx nur die erste Aktie, die umfällt, der erste Dominostein und alle weiteren Aktien folgen? Versuchen wir herauszukriegen in diesem Video. Da ist natürlich ganz zentral die Frage, haben wir hier eher ein unternehmensinternes Problem oder ist es tatsächlich FedEx das erste Opfer der kommenden Rezession? Mein Name ist Thorsten Tiete, geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien über einzelne Wirtschaftszyklen hinaus, aber wir wollen natürlich trotzdem gerne wissen, was so die nächsten Monate wir zu erwarten haben. Insofern viel Spaß bei dem Video. Jetzt gehen wir gleich in den Aktienfinder. Und was wir auch noch machen werden, ist, wir gucken uns noch andere Logistikdienstleister an, die ich ausgesucht habe, denn Stichwort Sippenhaft, eine Aktie stürzt ab, weil sie schlechte Zahlen gemeldet hat und die anderen Aktien, ja, die fallen auch. Vielleicht unverschuldet könnte ja das ein oder andere Schnäppchen dabei sein. Ihr habt vielleicht gesehen, wie schnell der Aktienfinder das Screener geladen hat. Und wer den Aktienfinder schon kennt, der wird sich wundern, dass er irgendwie ein bisschen anders aussieht als vorher. Hoffentlich besser, denn wir haben ein Redesign gemacht. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel die ganzen Unternehmenslogos von uns alle händisch erstellt. Ihr seht, dass das Ranking jetzt sehr viel einfacher aussieht. Wir haben hier die anderen ganzen Symbole angepasst. Wir haben auch das Handling angepasst. Beispielsweise gibt es nur noch eine Suchmaske und da könnt ihr dann auch nach ihr ISIN suchen und nicht mehr nur nach Symbols. Das ist auch neu. Nicht nur noch Symbols und Name. Das ging vorher. Jetzt geht quasi alles. Wir gehen jetzt aber sofort zum eigentlichen Thema, nämlich Logistik. Das gibt es hier unter Fracht und Logistik und dann seht ihr relativ viele Unternehmen, in die ihr investieren könnt und die zahlen ja fast alle Dividende, teilweise sogar recht hoch. Ich habe mal hier einen Merkzettel gemacht, ad hoc, und da einige Logistikdienstleister, nur drei an der Zahl mir ausgesucht, die wir mal ein bisschen gegeneinander antreten lassen können. Ist auch jemand aus Deutschland dabei, die Deutsche Post, jawohl, auch ein erfolgreicher internationaler Spieler, wenn es um Logistik geht, dann selbstverständlich FedEx, die eine Marktkapitalisierung haben, die fast identisch ist mit der von der Deutschen Post. Da sieht man, dass die Deutsche Post ein großer Spieler ist. Der größte Spieler allerdings ist United Parcel Service. Die haben eine Marktkapitalisierung von 155 Milliarden gegenüber etwas mehr als 40 Milliarden von den anderen beiden. Und wenn ihr auch die Kennzahlen hier anschaut, dann seht ihr, dass die schon relativ knapp klar beieinander sind, wenn es zum Beispiel auf die Ausschüttungsquote geht. Da scheinen also die Dividenden hier zu sein. Die Dividenden selbst, die Rendite unterscheidet sich. So, die Deutsche Post 5,4% Dividendenrendite und FedEx, obwohl der Kurs gefallen ist, nur 2,4%. United Parcel Service bei 3,2%. Lasst uns erstmal ein bisschen auf FedEx eingehen. Also internationaler Logistikdienstleister sowie die anderen Unternehmen hier auch sind in über 220 Ländern aktiv und decken damit über 99% der globalen Wirtschaftsleistung ab. Die haben eigene Flugzeugflotten, 696 Flugzeuge waren es im Mai. Die haben 86.000 Fahrzeuge für Auslieferung, 74.000 Paketjobs, ungefähr 250.000, also eine Viertelmillion Mitarbeiter. Also eine ganz große Hausnummer hier. Obwohl sie ja kleiner sind von der Marktkapitalisierung als United Parcel Service. Aber trotzdem riesengroß, entsprechend hohe Fixkosten. Hat man erstmal gedacht, wäre kein Problem. Denn noch im Juni hat FedEx mit rosigen Schätzungen die Analysten überrascht und gesagt, ja, der Gewinn pro Aktie wird ja im neuen Jahr irgendwas zwischen 23, 24 US-Dollar liegen. Und es wurden auch sehr hohe Dividenden, sehr hohes Dividendenwachstum, so, das war bis jetzt eben noch 3M, jetzt haben wir hier FedEx, sehr hohes Dividendenwachstum in Aussicht gestellt. Das sehen wir hier auch. FedEx ist schon für gute Dividendenerhöhungen hoch gut. Bloß in den letzten Jahren, auch voraussichtlich wegen Corona und den Problemen mit den Lieferketten allgemein, sind die Dividenden erstmal konstant geblieben. Und das alles hat ja erstmal zu einem Push geführt.
bei FedEx. Die Aktie ist dann auch gestiegen um die 6% am Tag der Verkündung der rosigen Schätzungen. Und jetzt wird zurückgerudert. Jetzt wird gesagt, oh nein, die Ergebnisse sind doch nicht so gut. Wir ziehen den Ausblick zurück. Und das hat natürlich schon so ein negatives Geschmäckle. Wir erinnern uns an Starbucks. Da musste ja auch der CEO dann wieder einspringen, zweimal schon, nachdem der Nachfolge-CEO enttäuscht hat. Ich hoffe, diesmal kommt es nicht so dazu, aber es hat halt einen negativen Geschmack. Neuer CEO macht viele Versprechungen und muss die dann sofort nach einem wenigen Monat schon wieder einkassieren. Ja, was ist passiert? Die offizielle Lesart ist ja so, wir haben wirtschaftliche Probleme, die machen sich jetzt schon bemerkbar. Zwei wirtschaftliche Probleme quasi sind zweigestaltet. Zum einen werden ja die Verbraucher belastet, ihr wisst es, bezüglich Inflation, höhere Energiepreise, höhere Lebensmittelpreise etc. Man braucht also mehr für den täglichen Bedarf, den man einkauft und nicht über Pakete verschickt. Das ist schon mal ein Belastungsfaktor. Und der andere ist, die Konsumenten ändern auch ihr Einkaufsverhalten. Sie geben jetzt mehr für Reisen und Ausgehen aus und kaufen jetzt weniger materielle Dinge. Tatsächlich habe ich jetzt mehrfach gelesen. An der Stelle auch ein Verweis. Wir werden am Freitag eine Analyse zu Booking Holdings veröffentlichen. Und das ist ein Profiteur der Tourismusbranche. Die haben viele Plattformen, über die man buchen kann. Die Reise an sich, also die Flugreisen, Hotelreisen oder Hotelaufenthalte, Mietwagen und so weiter. Und das sind Profiteure von wieder erstarkendem Tourismus. Nur an der Stelle ist mir gerade eingefallen. Und wir haben also zurück zu Logistikdienstleistern die wirtschaftlichen Belastungen. Und besonders in Europa und Asien fallen die jetzt schon relativ markant aus. Das ist die Aussage von FedEx. FedEx gibt dann auch die typische Antwort, die man beispielsweise von Amazon auch gewohnt ist. Man versucht, die Fixkosten zu reduzieren, indem man den Ausbau der Logistik einstellt. Ich habe ja eben schon gesagt, was die alles haben. Indem man eine Art Flugzeuge einmottet, indem man Paketjobs schließt, indem man Arbeitszeiten kürzt beispielsweise. Das ist dann die typische Reaktion drauf. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, was ist eigentlich jetzt im Detail passiert. Jetzt gehen wir mal hier in die Segmente rein und gucken uns die an. Wir haben hier unterschiedliche Segmente von FedEx. Und ihr seht, das wichtigste Segment ist dieses grüne und es nennt sich FedEx Express. Und bei FedEx Express, da sind die 696 Flugzeuge drin. Das sind diese globale Fracht, die über diese über 220 Länder verschickt wird mit den ganz vielen Tausenden von Paketshops. Und da sind auch ganz viele fixe Kosten drin. Und das war die eigentliche negative Überraschung gewesen in den Zahlen. Das zeige ich auch gerne hier im Detail. Und zwar hier mit der FactSet Workstation, die Surprise History für das abgelaufene Quartal zum 22. August. Die haben ein schiefes Geschäftsjahr, also nicht wundern. Und da seht ihr hier die einzelnen Segmente, die Umsätze der einzelnen Segmente und den Gewinn auf die einzelnen Segmente. Seht, was passiert ist, das ist die Spalte und dann, was die Analysten, die Konsensschätzung ist, geschätzt haben. Und ihr seht hier, die negative Überraschung bezüglich des Umsatzes war FedEx Express. Das heißt, die anderen Segmente lagen sogar drüber, über den Schätzungen. Aber FedEx Express lag unten, das sind ja das umsatzstärkste Segment. Und noch schlimmer, viel schlimmer wird es, wenn wir uns dann den Gewinn angucken. Da sieht ihr nämlich, der Gewinn lag 75% unter den Erwartungen. Also die haben nur ein Viertel von dem Gewinn gemacht in dem Quartal im Segment FedEx Express, was die Analysten eigentlich erwartet hatten. Erwarteten hatten sie im Schätzung 758 Millionen Operating Income. Tatsächlich waren es nur 188 Millionen. Ich mache es noch ein bisschen größer, damit ihr das besser sehen könnt. Und das hat natürlich das komplette Ergebnis zerfetzt. Wir haben auch eine Enttäuschung bei FedEx Ground. Das ist in Nordamerika so die 0815-Post, sage ich mal, die da hin und her geschickt wird. Und FedEx Freight, das wird in Transportern sperrige Ware, ist es auch vor allem in Nordamerika, der hin und durch die Gegend geschickt wird. Da haben wir sogar eine Überraschung. Aber das konnte es natürlich nicht rausreißen, was in erster Linie bei FedEx Express verloren wurde. Und jetzt muss man sich gucken, ja, was ist denn da jetzt überhaupt schiefgelaufen? Zum einen, okay, die haben, weil die
in erster Linie halt stark international tätig sind, kriegen die natürlich Asien und Europa schon ab, wenn wir da in eine Rezession rutschen. Das verstehe ich. Was dann auch noch heißt, ist die hohe Inflation, die hohen Treibstoffkosten beispielsweise, die sind auch ein Problem. Habe ich mal nachgeschaut im Jahresbericht, da ist jetzt das flaute Quartal nicht drin, aber um zu wissen, wie das allgemein funktioniert. Und zunächst einmal muss man sagen, in erster Linie die Kerosinkosten für die Flugzeugflotte, die sind absolut relevant, werden auch einzeln ausgewiesen. Hier ist interessant über die einzelnen Geschäftsjahre und da sieht man hier, wie hoch die Kosten waren in Dollar, also 2,5 Milliarden und hier 3,9 Milliarden. Das heißt, ihr seht jetzt zum Beispiel im Jahr 2021 waren die Kosten für Kerosin, lagen die bei knapp 2,1 Milliarden, haben sich fast verdoppelt schon im Jahr 2022, wo man noch so optimistisch war, wohlgemerkt. Und hier sieht man, was das ausmacht vom Umsatz. Da haben wir hier die Treibstoffkosten, Kerosinkosten, als Teil vom Umsatz in Höhe von über 4%. Das ist eine Menge, also das ist absolut relevant. Das ist insofern auch relevant, weil das schlägt sich eins zu eins auf die Margen ja nieder, ne? Weil das ja Kosten sind, das sind operative Kosten, schlägt sich eins zu eins schon auf die operative Marge nieder. Wenn wir jetzt da statt 4,1% haben, ist ja die operative Marge um 1,6% niedriger. Ist es viel oder wenig, muss man sich hier angucken, wie hoch die Margen ausfallen. Hier nochmal das Chart-Layout, wenn wir mal das alles weg, wenn wir hier die operativen Margen sehen, die liegen jetzt bei momentan auf die letzten vier Quartale bezogen bei 6,5%, da ist dann natürlich 1,6% oder 1,5% eine Menge. Das ist so ein Viertel, um die ein Viertel oder ein Fünftel. Das heißt, es ist absolut entscheidend, wie hoch hier diese Kosten sind. Und jetzt habe ich auch irgendwo gelesen, dass sie kein Hedging und nichts haben. Die haben also keine Absicherung der Kosten. Die Kosten schlagen bei denen 1:1 durch. Das heißt, haben die höhere Spritkosten, haben sie höhere Kosten. Steigt der Kerosinpreis, haben die sofort höhere Kosten. Als ich das gelesen habe, war dann meine erste Einstellung, ja, sind die dumm, lassen sie es drauf ankommen, da haben sie jetzt leider verloren. Ist aber nicht so, denn, also hier steht es, we do not have any jet fuel hedging contracts. Das schlägt voll durch, aber dann verweisen sie noch auf sea pricing above. Das heißt, sie sagen dann noch was. Und wir lesen es jetzt nicht vor, also das wird hier irgendwo geschrieben und das wird das Ganze wieder ein bisschen entschärfen. Sie sagen nämlich, sie haben zwar keine Absicherung, aber es gibt bei denen einen Treibstoffzuschlag. Das heißt, wenn der Treibstoff teurer wird, dann wird auch ihre Dienstleistung teurer. Und der ist sehr kurzfristig. Sie orientieren sich da bei dem Treibstoffzuschlag an der Kerosinpreisentwicklung von vor um die 2 Wochen. Wenn es geht. Das geht aber nicht immer und dann werden sie ein bisschen diffus oder sie gehen einfach nicht noch näher drauf ein. Also sie versuchen das quasi zeitnah weiterzugeben an die Kunden, aber wie erfolgreich dieser Versuch ist, das weiß man nicht. Und da mache ich jetzt ein großes Fragezeichen und da vermute ich, dass die Kostenweitergabe dann zu dem Zeitpunkt weitestgehend gescheitert ist. Interessanterweise haben sie im Jahr, jetzt muss ich gucken, dass ich nichts Falsches sage, ja, im Geschäftsjahr 2022, das liest sich eher wie eine Belastung des Gewinns, wenn man jetzt so hohe Zusatzkosten hat, der springt von 2 Milliarden auf fast 4 Milliarden. Aber nein, im Geschäftsbericht schreiben sie, sie haben durch den Treibstoffzuschlag Zusatzgewinne erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2022. Was ja jetzt mitten im Jahr irgendwann abgelaufen ist, muss man mal gucken. Also wie gesagt, wir haben ein schiefes Geschäftsjahr. Im Mai ist es abgelaufen. Also noch nicht lange her, da haben sie noch Zusatzgewinne erwirtschaftet, obwohl da ja schon der Ukraine-Konflikt gewesen ist, oder Krieg, ist ein Krieg. Naja, meine Vermutung ist, ich kann es aber nicht belegen, weil ich nichts gefunden habe, dass dieser Treibstoffkostenzuschlag jetzt nicht mehr so weitergegeben kann und dass es jetzt voll durchschlägt. Das vermute ich. Wir haben nämlich auf der einen Seite ja gesehen, ich muss nochmal das hier einblenden, wir haben schon hier weniger Umsätze, auch bei FedEx Express 5,6%, aber das erklärt nicht, dass der Umsatz entgegen der Analystenschätzung, verglichen mit der Analystenschätzung, um 75% einbricht. Da muss also irgendwas passiert sein, was die Profitabilität massiv nach unten gezogen hat und ich kann mir eigentlich
wirklich nur das hier erklären. Das wäre meine Vermutung. Und insofern würde ich ja davon ausgehen, dass wir hier in erster Linie einen Managementfehler haben bei FedEx, der zu dem Gewinneinbruch geführt hat. Und jetzt wird es natürlich interessant. Das heißt, ich glaube, also wir haben natürlich eine schwierige Wirtschaftssituation global, ohne Frage, das wisst ihr alle. Aber ich denke, da wird hier einiges jetzt schiefgelaufen sein bei FedEx selbst. Und insofern ist dann auch wieder interessant, der zweite Teil des Videos, Sippenhaft. Sind jetzt einige Aktien so günstig geworden in derselben Branche, dass man sagen kann, okay, die haben denselben Fehler nicht gemacht und die sind jetzt günstig zu haben. Und da kann man hier jetzt mal uns sich die drei Aktien hier bzw. Unternehmen anschauen. Und was da halt ins Auge fällt, ist einmal die Dividendenrendite, weil wir haben hier alles drei Dividendenzahler und die Dividende ist jedes Mal relevant für die Gesamtrendite. Ob sie jetzt bei 2,4% liegt, ist schon relevant. Bei einer langfristigen Renditeerwartung am Aktienmarkt von 7-8% sind 2,5% relevant. Bei der Deutschen Post natürlich extrem, 5,4%. Und etwas unter der Mitte United Parcel Service mit 3,2%. United Parcel Service hat übrigens auch bessere Zustellquoten als FedEx bezüglich Pünktlichkeit etc. Und wenn wir uns die Ausstellungsquoten angucken, da sind die auch alle relativ niedrig. Also alles, egal ob auf dem Gewinn oder auf dem Free Cashflow, unter 45%. Da ist also nicht mit einer Dividendenkürzung zu rechnen erstmal. Also auf jeden Fall ist da nicht davon auszugehen. Wir haben auch hier schöne Dividendenerhöhungen als aufs laufende Geschäftsjahr, selbst bei FedEx noch geschätzt. Und ich vermute auch, dass es kommen wird, von über 40%. Interessant ist auch Stabilität des Gewinns, liegt überall bei 0,6. Überall genau, aber so bei 0,6, das sind also keine herausragenden Zahlen. Da muss man aber auch nochmal tiefer greifen. Wenn ihr zum Beispiel euch FedEx anschaut, in der dynamischen Aktienbewertung, wo wir auch den bereinigten Gewinn anzeigen, da sieht man, dass der bereinigte Gewinn immer glatter verläuft. Das gleiche übrigens bei United Parcel Service, hier seht ihr das auch, da verläuft sehr viel glatter als der bilanzierte Gewinn. Habe ich natürlich nachgeschaut, woran liegt das? Das liegt in erster Stelle an Pensionsrückstellungen, die immer wieder korrigiert worden sind. In der Regel musste man dann mehr bezahlen, deshalb ist dann der bilanzierte Gewinn nach unten gerauscht. Und da stellt man immer die Frage, ja, warum zeigt dem Aktienfinder hier nicht die ganzen Kennzahlen auch auf den bereinigten Gewinn an? Teilweise machen wir das ja, zum Beispiel bei der Bewertung. Deshalb, weil die nicht flächendeckend immer zur Verfügung stehen, deshalb geht die Stabilität auf den bilanzierten Gewinn. Ein Mischmasch will man auch nicht machen, weil man dann teilweise Äpfel mit Birnen vergleicht. Und der bereinigte Gewinn wird ja auch immer mal wieder kritisiert, weil das Management ihn beschönigt. Man muss am Ende dann gucken, wenn man Zweifel hat, woran lag das genau. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Zusatzinformation, die man hier hat und die ich euch gerne mitgebe. Bei der Deutschen Post, da gibt es jetzt keine dermaßen großen Änderungen, wie ihr seht. Wenn der Finanzkrise gab es mal was, aber in den letzten Jahren ist es mehr oder weniger das Gleiche, also übereinstimmend. Wir gucken uns mal die Bewertung an, die klassischen Kennzahlen hier, also KGVs, KUVs, beim KGV auch gerne das bereinigte KGV, was hier aussagekräftiger ist, vor allem bei FedEx seht ihr das, da haben wir also das KGV bei der Deutschen Post und FedEx so Pi mal Daumen auf dem gleichen Niveau, auch vom KUV her, beides mal 0,5, also man bezahlt bei den beiden Unternehmen für deren Aktien 50 Cent, Euro oder US-Dollar ist jetzt mal egal, man bezahlt 50 Cent für einen, jetzt muss ich es doch unterscheiden, Euro bzw. US-Dollar Umsatz. Und bei United Parcel Service zahlt man 1,60 für einen US-Dollar Umsatz. Also schon große, große Differenzen. Und wie kann sowas entstehen? Also wenn es berechtigt ist, dann muss es heißen, dass United Parcel Service viel margenstärker ist als FedEx und die Deutsche Post, das kann man ja relativ schnell überprüfen, indem man einfach mal hier zum Beispiel die operative Marge nimmt und lässt es mal aus und die Nettomarge auch gerne. Und dann sieht man hier, die haben eine operative Marge, wir merken uns mal die operative Marge, von 9,5%, Nettomarge bei 6%, falls ihr euch das auch merken wollt. Und jetzt gucken wir mal, ob die anderen Margen von den Unternehmen geringer ausfallen, müssten sie eigentlich, wenn man für den Umsatz nicht so viel bezahlen möchte. Also erstmal hier der Konkurrent FedEx und da seht ihr,
nicht mehr 9,5, sondern 6,5, also nur zwei Drittel davon in Nettomarge, jetzt Pi mal Daumen die Hälfte. Und bei der Deutschen Post sehen wir, aha, die operative Marge relativ hoch, die Nettomarge auch. Ist interessant. Ist ein Hinweis, dass die Deutsche Post wirklich günstig bewertet ist. Nicht nur anhand vom KUV, sondern dass es quasi rein margentechnisch gesehen keinen fundamentalen Grund, keinen naheliegenden jedenfalls fundamentalen Grund gibt, warum der Umsatz bei United Parcel Service mehr wert sein soll als bei der Deutschen Post. Bei FedEx, okay, da ist der Umsatz nicht so viel wert, da sind die Margen niedriger, haben wir jetzt gerade gesehen. Interessant auch hier, die Standardbewertung auf die letzten 10 Jahre, wenn man guckt, wie war die Aktie in den letzten 10 Jahren jeweils bewertet und wie sie momentan bewertet, mit welchem Multiple, und dann mal schaut, lässt sich daraus eine Unter- oder Überbewertung erschließen. Seht ihr fast durch die Bank durch Unterbewertung in der kompletten Branche, weniger stark aber bei United Parcel Service, jedenfalls auf das bilanzierte KGV und auf das KUV, wo wir gerade waren. Da haben wir sogar eine Überbewertung, ja. Also, das sind quasi dann doch schon Aussagen, die dann wieder irgendwo zusammenpassen. Und ja, hier die Kursgewinne, ihr seht ja, aufs Jahr haben sie alle verloren. United Parcel Service hat sich recht gut gehalten, scheint aber irgendwie noch hoch bewertet zu sein, ne? Und die anderen Aktien, die Deutsche Post ist sogar um 44% günstiger geworden, obwohl FedEx ja jetzt so abgestraft wurde, hat die Deutsche Post noch mehr verloren. Gucken wir mal jetzt noch, ob FedEx günstig bewertet ist, beziehungsweise wir können uns die ganze KUV, man kann ja so viel machen im Aktienfinder, man kann also ewig hier fundamental die analysieren und findet immer wieder interessante Sachen, um drüber zu reden. Wir könnten da jetzt auch einen KUV-Vergleich machen zwischen den Aktien im Zeitverlauf, oder verzichten wir mal drauf. Wir wollen mal schauen, welche Aktie günstig bewertet ist und entsprechend hohes Renditepotenzial hat. Fangen wir mal an mit FedEx. Hier haben wir sie. Wir nehmen den bereinigten Gewinn für die Bewertung. Speichern es auch gleich ab, weil bei anderen können wir das genauso machen. Und ihr seht hier auf dem bereinigten Gewinn KGV von 8,2. Aktuell liegt natürlich deutlich unter den 14,3. Blenden wir das mal ein und dann seht ihr, können wir auch gerne noch ein bisschen weitermachen. Hier ändert kaum was, dass die Aktie vermeintlich günstig ist nach dem Kurssturz. Okay, ihr seht auch, dass der faire Wert hier weitestgehend, oder dass der Kursverlauf weitestgehend den fairen Wert berücksichtigt. Es gibt immer mal wieder Zeiten von Über- und Unterbewertungen. Jetzt ist es aber allerdings so, also das unbereinigte Renditepotenzial, wenn man den 14,7er Schnitt nimmt, liegt ja bei fantastischen 60% kurzfristigem Aufwärtspotenzial. Das ist natürlich extrem viel und da sollte man schon nach unten korrigieren. Insbesondere, weil ich auch Zweifel am Management angemeldet habe ein bisschen. Das ist das eine, und das andere ist, wir haben ja diesen wirtschaftlichen Gegenwind, den ich auch kurz erwähnt hatte. Insofern macht es schon Sinn, hier einen Risikoaufschlag reinzunehmen und dann da runter zu gehen auf ein KGV von beispielsweise 10. Wenn wir das machen, dann haben wir schon was Realistischeres, und wir haben ja hier die Erwartung der Analysten, dass es wird schon alles wieder gut und dann werden die Gewinne wieder steigen. Ich würde aber mir deshalb, weil ich das nicht absolut, weil das ein bisschen Glaskugel ist und wir haben so eine hohe Unsicherheit, würde ich jetzt erstmal nicht davon, von dem Alles-wird-gut-Szenario ausgehen. Dann würde ich hier mal lieber das kurzfristige Renditepotenzial nehmen. Das liegt dann aufs Jahr bei 13,2% beim 10er KGV. Man könnte hier dieses Alles-wird-gut-Szenario auch noch ein bisschen abschwächen, indem man einfach die Hilfskurse einblendet und dann sagt, ich nehme nicht den fairen Wert bei $210, sondern ich begnüge mich mal hier mit $190 beispielsweise, ungefähr in der gleichen Richtung. Das ist natürlich noch wichtig, dass die Dividende ihren Teil zur Renditeerwartung beiträgt. Es ist interessant, wie schätzen die Analysten den Gewinnverlauf bei den anderen Unternehmen ein. Also wir haben ja hier quasi eine Stagnation. Moment, ich mach das halt mal hier alles wieder raus, beziehungsweise ein schweres Geschäftsjahr vor uns und dann soll es wieder nach oben gehen. Wie sieht es bei United Parcel Service aus? Das seht ihr. Zunächst einmal, dass der Kurs auch gelitten hat, aber dann seht ihr hier, dass der Gewinn steigen soll. Also es ist ganz was anderes als bei FedEx. Und die Analystenschätzungen, die werden täglich analysiert. Das sind nur neue Schätzungen drin. Das sind nur Schätzungen
innerhalb der letzten 3 Monate abgegeben wurden. Also die gehen schon auf die aktuelle Situation ein. Kann natürlich sein, dass jetzt noch ein bisschen nach unten korrigiert wird, aber es ist schon ein krasser Unterschied. Wir haben hier aktuell ein 14er KGV, ist also deutlich über dem, was wir hier haben mit 8,2, aber immer noch unter dem Schnitt. Im Schnitt hier auf die letzten 10 Jahre bei 17,2 hier gewesen bezüglich der Bewertung und hier bei 14,3. Lag also relativ nah zusammen. Diese massive KGV-Unterscheidung, Differenz, die ist im Prinzip neu. Wenn wir jetzt hier mal den fairen Wert hier berechnen und drüberlegen, dann sieht man auch hier, dass es im Prinzip ganz gut geklappt hat. In der Vergangenheit hat sich der Kurs durchaus daran orientiert. Jetzt haben wir den Abschlag und diesen Abschlag, das ist jetzt ein Risikoabschlag, den Kursabschlag. Das ist ein Risikoabschlag, so interpretiere ich das, aufgrund der hohen Unsicherheit. Wir haben ja hier vom Kurs um die knapp 20% verloren vom Hoch. Ist eigentlich noch relativ moderat. Wenn man hier überlegt, was haben wir hier für ein Renditepotenzial auf, da haben wir sogar noch ein höheres aufs Jahr, aber nur gesehen, absolut auf den Zeitpunkt wären 26%, aber hier sollte man dann aufs nächste Geschäftsjahr gehen. Ich denke, das funktioniert auch, wird aber auch da nochmal gleich ein bisschen runtergehen. Würde hier auch sagen, okay, lass uns mal nach unten korrigieren, was die Unsicherheit angeht. Und hier würde ich schon auf 14 runtergehen, dann ist es das aktuelle KGV. Wer vorsichtig sein will, kann auch ein bisschen mehr nach unten gehen, ist dann immer Ermessensentscheidung. Und dann sieht man hier, auf ein Jahr wäre es eine Renditeerwartung von 5,9. Sobald man ein bisschen hochgeht, erhöht sich das selbstverständlich. Wie ihr seht, das ist sehr feingranular. Da wäre es schon 16,9, wenn man es auf 16 runter macht. Irgendwas dazwischen. Ich würde aber die 17 würde ich nicht lassen, weil wir ja auch nicht mehr die Wachstumsraten haben prognostiziert, die wir auch in der Vergangenheit hatten. Also ich denke, 14 wäre schon was, wo ich sagen würde, ja, das ist, weil es ist so konservativ genug, dass ich jetzt so die Renditeerwartung entsprechend machen kann und dann würde sie relativ schlecht ausfallen und das meiste käme von der Dividende tatsächlich, die ja immerhin bei über 3% liegt, ne? Oder? Ja, 3,2%. Bleibt die Deutsche Post und da schauen wir uns auch mal an und hier ist eher wie bei FedEx, hier rechnet man also mit rückläufigen Gewinnen zunächst mal, bevor sich das Ganze dann wieder fangen soll, aber weniger stark als bei FedEx. Die Aktie hat auch relativ stark verloren, das haben wir vorhin schon bei den Kennzahlen gezeigt, ist vom Allzeithoch über 40% entfernt, 42% hier. Haben KGV von 7,3 auf den bereinigten Gewinn, legen wir mal das Ganze hier mal drüber. Das sieht man auch hier, hat es in der Vergangenheit gut gepasst und auch hier haben wir jetzt erst eine Schere und ganz neu und diese Schere drückt sicherlich auch die hohe Unsicherheit aus und natürlich auch das nachlassende Gewinnwachstum von der Deutschen Post, hat ja das eine mit dem anderen zusammen und auch da kann man dann nach unten gehen und ich würde sagen hier mal auch relativ stark nach unten korrigieren, beispielsweise ein 9er KGV. Man kann dann bei der Feintuning, wenn man zum Beispiel sagt, jetzt ich nehme jetzt einen 9er KGV, dann würdet ihr jetzt sehen, innerhalb der letzten 10 Jahre war die Aktie niemals so günstig bewertet. Das seht ihr auch hier bei den Multiples. Könnt ihr das bereinigte KGV mal auswählen. Und dann seht ihr, die Aktie, die Deutsche Post ist so günstig bewertet momentan, nicht um die 8, wie sie schon lange nicht mehr bewertet war. 2003 war sie mal günstig. Dann natürlich hier entsprechend kurz nach der Finanzkrise, hier während der Finanzkrise, war es auch mal richtig günstig mit um die 7. Zu berücksichtigen ist hier noch, dass ja die Gewinne rückläufig sein sollen, sodass es KGV erstmal nach oben geht, auf den aktuellen Kurs bezogen. Da wären wir dann bei 8,6, aber immer noch günstig. Hier mit Durchschnitt hier auf den maximalen Zeitraum von 13,5. Insofern nicht überraschend, dass die Dividendenrendite momentan relativ hoch ist. Ihr seht hier den 5-Jahres-Korridor. Da wäre im Schnitt der letzten 5 Jahre, die Dividende lag sie in der Mitte bei 3,4%. Hier eine Unregelmäßigkeit bei der Auszahlung. Hat sie sicherlich mit Corona zu tun, aber keine Kürzung per se, was man dann auch hier sehen kann. Also für jedes Geschäftsjahr gab es Dividende. Die Dividende also wirklich sehr hoch und ihr seht nur hier während der Finanzkrise, da gab es mal noch mehr. Gucken wir nochmal auf die Bewertung.
Also ich würde die natürlich wie bei den anderen auch aufgrund der hohen Unsicherheit und des sich verlangsamten Gewinnwachstums nach unten korrigieren. Wenn ich jetzt hier sage, wir nehmen ein 9er KGV, muss man eben entsprechend schon ganz weit zurückgehen, hier 2010, damit man das mal ebenfalls hat. Ich würde das 9er mal nehmen an der Stelle und dann sieht das Ganze hier so aus und dann die Renditeerwartung hier nehmen, an der Stelle, wo der Gewinn quasi am niedrigsten ist, auch nochmal, um das Ganze eben ein bisschen konservativer zu machen, da hätte man aufs Jahr aber immer noch eine Renditeerwartung von 9,4%, wobei die Dividende über die Hälfte ausmacht, das sieht man hier. Und wenn man dann halt noch sieht, dass die Dividende nicht gekürzt werden sollte, also wenn es mal nicht so läuft, dann wird sie nicht gesteigert, das sieht man hier in der Vergangenheit, aber mit dem Kürzen während der Finanzkrise wurde mal gekürzt, ansonsten aber immer konstant gehalten oder sie stieg. Insofern, ich gehe mal davon aus, relativ optimistisch, dass die Dividende nicht gekürzt wird. Das heißt, die Renditeerwartung hier, die wäre entsprechend, der größere Teil wäre dann schon mal realistischer oder wahrscheinlicher als das, was auf den Kursverlauf basiert, weil das ist ja 100% der Markt und da weiß man ja nie, was er morgen so treibt, beziehungsweise gar nicht zu einem Stichtag. Ja, insofern halte ich tatsächlich, haltet euch fest, die Deutsche Post für das interessanteste Unternehmen von den dreien, in das man investieren kann, besonders dann natürlich, wenn man auf hohe Dividenden steht. Wir haben übrigens auch sehr schöne Rankings hier beim Dividendenwachstum. Wenn wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, könnt ihr euch dann selber angucken, wie das zustande kommt. Auch hier wird es ja transparent aufgeschlüsselt für jedes einzelne Unternehmen, das man auch entsprechend ausgewählt hat. FedEx, da habe ich jetzt echt Zweifel tatsächlich am Management, die dadurch auch genährt werden, dass United Parcel Service, der direkte Konkurrent aus den USA, viel besser mit der aktuellen Situation zurechtkommt. Bevor diese Zweifel nicht ausgeräumt sind, würde ich nicht in die Aktie investieren. Dann würde ich lieber United Parcel Service nehmen, die allerdings relativ hoch bewertet sind. Deshalb Deutsche Post. Ja, das wäre mein Fazit, wenn ihr in die Logistikbranche investieren möchtet. Ihr habt natürlich noch viel anderes in der Logistikbranche zur Auswahl. Hatte ich ja eingangs gezeigt. Fracht und Logistik, bitteschön. Und das seht ihr ja, das Ganze hier. Da sind auch die Klassiker dabei, die viel mit Eisenbahn machen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ihr habt also viele, viele Aktien, auch viele Qualitätsaktien zur Auswahl. Aber von den drei hier würde ich sagen Deutsche Post. Ja, schreibt mal in die Kommentare, welche Logistikaktie euer Favorit ist und warum. Ich freue mich auf kleine Diskussionen. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf gute Investments. Ciao.